herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Drakenburg, Artyom. Wir versuchen das wirklich schon gefühlt seit einem halben Jahr. Wir haben ein Gerät am Start, was wir gerne mal Probe fahren wollen würden. Ihr kennt das bestimmt schon aus dem Internet. Wir waren mit dem Vorgänger, wobei Vorgänger ist nicht ganz korrekt, kommen wir gleich zu, schon mal unterwegs. Allerdings gefühlt die letzten 6 Monate Regen. Und ich habe gesagt, nee, wir wollen ein bisschen Sonnenschein haben, wenn wir schon damit fahren. Und jetzt ist es endlich soweit. Nach langer Zeit, ja. Kurz zu euch. Schwarz Power Sports heißt er mittlerweile. Damals noch Schollis. Ja. Seit 4 Jahren jetzt Schwarz Power Sport, genau. Ihr seid eigentlich eine KNM-Vertretung. Er macht aber auch Motorräder. Motorräder auch, ja, alles. Also Werkstatt alles, Motorradverkauf, Gebrauchte auch alles, aber neue Suzuki und Kawasaki. Heißt auch Maverick? Maverick R. Und der alte hieß? Ganz am Anfang X3 und dann gab es in verschiedenen Ausbaustufen Maverick XDS, XRS und XRC. Ist aber gefühlt mehr der große Bruder als der Nachfolger. Also ist der hier, ja. Das ist einfach nur ein komplett, also ein zusätzliches Fahrzeug. Gleich ganz am Anfang, falls ihr nämlich das erste Video damals, wir haben gerade darüber gegrübelt, wie lange das her ist, es war tatsächlich vor Corona 2020, fahrbar mit Führerschein. Also Autoführerschein, ganz normaler Autoführerschein. Ja, genau. Und was das Coole ist, man braucht theoretisch noch nicht mal einen Helm. Ist zwar natürlich empfohlen, auch Brille und so weiter, aber man dürfte es theoretisch ohne fahren. Ja, ja. Ohne. Hast Überrollkäfig, Anschnallgurt, ohne Helm. Der kleine davon war damals, was war das, 13er Turbo, ne? 13er Turbo, 200 PS, 900 Kubik. Mit Variomatic damals. Mit Variomatic, ja. Und da war es ja schon immer so, dass Variomatic heißt wirklich wie beim Roller Variomatic mit einem fetten Riemen, dass der ganz gerne mal runter springt und kaputt geht. Genau, gerissen ist, ja. Hier haben wir jetzt? DSG von Rotax. DSG. Oder DCT nennt sich das bei denen. Ist ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und fährt sich natürlich ganz anders. Und Leistung? 240. Und der, den ich vorher gefahren war, der 200. Hatte 200. Merkt man einen großen Unterschied? Ja, also der fühlt sich tatsächlich an, als hättest du noch mehr Leistung als 240 PS. Und 6-Gang, 7-Gang, 8-Gang? 7. 7-Gang. 7-Gang, einmal Vollautomatikmodus oder halt mit Schaltwip. Aber was halt krass bei den Dingern ist, die sind halt wirklich dafür gemacht, bewegt zu werden. Ne? Also guckt euch mal diese lange Schwinge an. Und auch, also wie krass das Rad arbeiten kann nach oben und unten. Ne? Also einfach die weiter zusammen kann man die Anlenkpunkte auch gar nicht machen, weil die sind halt in der Mitte. Ne? Also eine längere Schwinge kriegt man gar nicht erst hin. Und das Ding hat aber eine Straßenzulassung. Wenn wir die umgebaut haben, ja. Dann haben die eine Straßenzulassung. Ja. Das heißt normalerweise, die kommen aus Amerika? Ja, das ist ein Rennfahrzeug. Die ist kommen, in Amerika echt nur für Rennen gebaut. Only for race. Nur für Rennen. Es gibt auch diese Straßenzulassung, diese LF-Zulassung nur in Deutschland. In keinem europäischen anderen Land, nur hier. Motor ist aber der gleiche, nur ein bisschen mehr Leistung oder auch komplett anders? Nee, komplett anders. Also vom Grundding ist das derselbe Motor, vom Aufbau her ist aber komplett überarbeitet. Also jetzt geschraubte Stehbolzen, wie gesagt 240 PS, Turbolader, lass mich lügen, 34 mm. Also ein größerer Turbolader, 54, muss ich gleich mal schauen. Aber auch 99 Kubik Dreizylinder? Der andere hat 900 Kubik. Der hat 999. Weil 900 Kubik und 230 und jetzt hier 240 PS ist natürlich auch schon echt keine schlechte Literleistung. Auf einen Liter 240 PS. Dafür, dass man das Ding ja nur Vollgas fährt. Also gerade der alte war ja so mit der Variomatik, dass der wirklich eine Drehzahl eigentlich dauerhaft gefahren ist. Ja. Das wird hier natürlich ein bisschen... Wir hatten noch bisher, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren, den Maverick gibt es ja seit 2015, noch keinen Motorschaden. Jemand, der das selber verursacht hat schon, aber sonst hatten wir bisher noch nichts. Ja, hast du Rolls-Royce-Türen. Die guten Selbstmördertüren, ne? Ja, es ist für mich bis heute so ein Gerät, also ein reines Spaßgerät, was man halt einfach, weiß ich nicht, ich glaube, da wohnen wir am falschen Fleck, aber wenn man irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so im tiefsten Bayern schon fast an den Bergen oder im tiefsten Osten und irgendwie ein großes Revier hat, dann gibt es natürlich schon nichts Geileres. Also bei dem Ding ist das auch so, der alte durch diese Variomatik, hast du ja selber gesehen, der durch dieses Eintönige und hier durch das Getriebe fährt sich der schon echt entspannt. Kann man auch ruhiger alleine fahren, ne? Also echt wie so ein Auto, ne? Die Schaltpanels, die werden Marius gefallen hier, ne? Die sind auf jeden Fall genau nach seinem Gefühl. Hat der Servo weiterhin nicht? Hat er auch? Servo hat er, dreistufige. Hatte der alte auch nicht? Ja. Weil geht ja so eigentlich schon relativ leicht, ne? Ja, aber der hat nicht dreistufige. ABS logischerweise gar nichts? Gar nichts. ESP irgendwas auch nicht? Einfach only for race, ne? Nix. Kannst du, das ist auch die Smartshocks-Variante, nennt er sich. Der hat ein einstellbares Fahrwerk, elektronisch. Kannst du die Druck- und Zugstufe einstellen. Da hast du in der Mitte, siehst du diesen Stoßdämpfer. Genau. Kannst die Druck- und Zugstufe elektronisch einstellen. Dann unten links hast du halt die Servo. Dann rechts daneben Allrad zuschaltbar, Differentialsperre nochmal rechts. Und dann halt oben drüber Drive Modes, also Eco, Normal und Sportmodus. Und Engine Mode? Ach so, Drive Mode ist halt Komfort und Sport und so weiter. Und Engine Mode ist halt dann Sport, Sport Plus. Wo du dann merkst du gleich sofort, wenn du Sport Plus einschaltest, dann dreht er gleich, ich glaube, 200 oder 300 Umdrehungen die Drehzahl höher.
Aber ey, Wahnsinn, ne? Selbst hier mittlerweile gefühlt so ein Riesenteppich. Ja, ja, ja. Aber Rückfahrkamera klar. Ich mal im anderen, genau. Man ist mittlerweile echt verwöhnt. Ja, das hat auch eine Offroad-Kamera vorne. Das ist jetzt die vorne. Ja. Nee, das ist die hinten. Hier kannst du dann mit Touch, ne? Man ist echt verwöhnt, wie schnell man sich an diese Kameras so gewöhnt. Ne? Ja, ja, ja. Hier auch Apple CarPlay. Was man nicht so alles braucht. So ganzen Ding. Kram, ja. Also. Und das heißt normalerweise Heckantrieb und fährt man auf Allrad. Aber wenn du so auf der Straße rumfährst, fährst du auf Heckantrieb. Ja, ne? Heckantrieb, ja. Ja, hat der echt erst 0,6 Kilometer, das ist das Tageszähler hier? Das ist 0,6 Kilometer, ja. Aber müssen wir nicht irgendwie einfahren? Egal. Ja, ein bisschen. Boah. Machst du doch gleich. Ein bisschen einfahren, okay. Aber ich habe auch schon welche gesehen, die ihr dann direkt umbaut mit Frontscheibe, mit, genau. Mit hier Anlage drin, mit Mucke und so weiter. Ne? Also du kriegst also Grundfahrzeug 52,7 plus halt Staatszulassung und du kannst da 30.000, 35.000 Euro nochmal an Zubehör versenken. Ja. Was heißt versenken, aber da gibt es halt verschiedene Scheiben, dann kriegst halt verschiedene Musikanlagen, dann Taschen, Bumper, Seilwinden, Heckbumper, also wirklich Gepäckträger, also sämtliche Sachen. 52,7. Ich sehe hier so ein Zeichen, Achtung, kann umkippen, da gibt es aber keinen Schutz bis heute für, ne? Dass der das irgendwie erkennt irgendwie und dann das Gas sperrt oder sowas. Nee. Geil, ne? Einfach gib ihm. Aber das ist bei dem auch, also ich sag mal, deutlich schwieriger als bei dem anderen, weil der ist ja nochmal 18 cm breiter hier, der ist fast 2 Meter breit. Aha, das wäre der andere ist 1,82. Das wäre mir und gar der ist 1,99. 1,99, ja, okay, das ist die, ich weiß, mein Fitzel-Trailer hat immer 2 Meter. Genau, also das ist schon dann, wir haben ja auch so einen Autotrailer, das ist dann schon Millimeterarbeit, ne? Und das hier ist auch komplett neu, oder? Genau. Diese ganze Achsaufhängung, oder? Ja, das diese Achsschenkel sind komplett. Hat so ein bisschen was von VW Audi Vorderachse mit der besagten Arschlochschraube, die hier durchgeht, die immer keiner aufmachen will. Und da auch so mit oberen Lenker und unterem Lenker. Er ist halt von der Optik gewöhnungsbedürftig, aber fahrmäßig ist das schon krass. Mhm. Ja, hat halt den Vorteil, dass Sturz relativ konstant bleibt beim Ein- und Ausfedern. Lass mal anmachen, mal gucken, wie er so klingt hier. Was halt immer geil ist beim Anmachen, ist wirklich wie so ein Motorrad irgendwie. Ja, dann hast du hier Manuellmodus oder halt Automatik, ne? Nach hinten. Manuell heißt dann wirklich Pedals. Ja. Schaltet der dann auch noch selber hoch und so weiter oder ist wirklich komplett manuell? Komplett manuell, ja. So, bei dem alten weiß ich noch, da war der alte Kompressor. War das Ton oder Turbo? Weil der hat so ein Peitschengeräusch. Also. Hörst du hier aber auch ganz gut, wenn du fährst. Ja. Der ist halt irgendwie so, irgendwie für mich ist das so ein Motorrad, wo du halt aber drin sitzt. Bevor es losgeht, kommen wir zu dem Partner unseres heutigen Videos. Es ist wieder schönes Wetter, wir sind unterwegs, das heißt, in dieser Welt ist es ein gutes Spiel. Ganz kurz, womit führen wir heute? Wir fangen an, POV am Fahren mit unserer Go 3. Eine weitere Go 3 haben wir auf der Frontscheibe. Dann können wir nämlich richtig gut in der App eine Multiview machen. Das heißt, man kann selbst in der App das Material bearbeiten. Man kann später die Perspektive und diese Perspektive von der Go 3 ganz einfach in die Insta360-App. Außerdem haben wir die X3 an der Frontscheibe, weil diese Kamera nimmt dauerhaft 360 Grad nach vorne, hinten, oben, unten raus. Das heißt, man kann sowohl am PC als auch am Handy eine richtig geile Reframing machen. Was heißt Reframing? Reframing heißt, ich zeige euch das mal, man kann quasi die Sichtweite von links nach rechts drehen. Und auch das geht alles ganz einfach mit der Insta360-App. Das Ganze geht natürlich nicht nur hin, sondern wir brauchen einfach nur einen langen Selfie-Stick, schön auf dem Spiegel, so nach vorne raushalten und schon haben wir nämlich auch eine geile Perspektive zum Maverick hin. Von der Seite wird der also wirklich der neue Maverick auch. Hosenträgergurt mit Automatikrolle ist irgendwie immer geil. So, wir haben doch das Maverick gewechselt. Artyom hat uns eins mit Scheibe gegeben, ist quasi umgebaut von denen. Hier an der Seite haben wir auch so ein Fliegennetz, weil ist einfach für die Akustik hier drin gleich geiler. Und in dem Fall macht natürlich das Fahren ohne Helm noch mehr Spaß. Das heißt, ihr seht uns mehr. So. Jawohl, dezenten Kaltstart. So, jetzt nochmal für euch hier. Wir haben hier einmal Engine Mode. Da gehen wir natürlich direkt auf Sport Plus. Da muss, ne? Und hier gehen wir auch auf Sport. So, dann bleiben wir allerdings im Allrad, im Heckantrieb. Hier. Ist halt eigentlich ganz geil, ne? Das ist ganz cool, ja. Weil man sieht halt wirklich nach hinten gar nichts. Und wenn ich jetzt überlege, vor der Eisdiele einparken, ganz wichtig mit dem Ding, kann man schön nach vorne und hinten gucken. So, also. Schön erstmal KNM fahren mit DSG. Wir
Wir fahren ja jetzt erstmal auf Vollautomatik. Du wirst dich am meisten wundern, wie der beim Bremsen federt. Und da war halt der alte noch viel sensibler. Aber man merkt so schon den Federweg, ne? Der klingt. Warte, wir fahren mal. So, und jetzt ist halt das Coole. Das ging mit dem alten halt nicht so gut, dass man den noch einigermaßen leise fahren kann. Also du hörst ja, was heißt leise, ne? Das ist schon wirklich laut. Geht rechts ja, ne? Jawohl, siebte Gang hier. Es fühlt sich ein bisschen an wie Bootfahren auf der Straße. Ja, aber guck mal, wenn ich bremse. Hier. Ich erinnere mich nicht mehr so dran, wie das bei dem letzten war, aber ich fand, der letzte war gefühlt stärker. So, ihr seht, jetzt wird warm hier drin. Ich glaube, wenn man dieses Gerät vernünftig nutzen will, dann muss man genau sowas machen. Also ihr habt ja gerade schon gesehen, man kann mit dem Ding gefühlt
bei 100 einfach von der Straße runterfahren und auf dem Feldweg drauf fahren. Es ist ganz egal, das Ding fährt überall rüber. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich irgendwie so eine Art Mammutpark, wo man sich stückchenweise rantraut, wie man mit dem Fahrzeug fährt. Ja, das werde ich jetzt aber nicht machen, weil das ist hier ein Vorführer. Den will ich jetzt hier nicht komplett durchnageln. Ne? Aber ich würde schon gerne mal gucken, wie geländetauglich das Ding ist. Deswegen rollen wir jetzt hier einfach mal so einen Weg lang, weil ich glaube, das Ding ist deutlich geländetauglicher, als man eigentlich glaubt. Aber warm wird es hier drin. Da wünscht man sich noch fast eine Klimaanlage, aber hat er nicht. Gut, das ist jetzt halt geil. Ja, keine Ahnung, wo wir lang fahren. Wir fahren einfach mal, weil das Ding fährt halt überall durch. Ne? Ah, mich würde es so reizen, hier jetzt einfach durchzuflügen, weil ich weiß, das Auto kann das. Aber der arme Bauer, wir wollen ja unsere Vorbildsfunktion hier nicht kaputt machen. Aber mal gucken, ob wir da gleich in irgendeinem Garten einfach landen oder wo wir da rausfahren. Vor allem mit so einem Auto muss ja eigentlich auch die Ausrede zählen, wir sind falsch abgebogen. Ah, souverän. Also ich sehe dieses Auto zum Beispiel, also entweder in irgendeinem krassen Outback irgendwo in Amerika, wo man halt einfach keine normalen Wege hat, oder ich sehe das Auto zum Beispiel auch auf Malle. Also wenn man auf Malle einen geilen Tag haben will, dann nimmt man so ein Auto und los geht's. Das ist übrigens jetzt der Automatikmodus, da seht ihr mal, wie spät der schaltet. Ich vermute mal, das liegt daran, weil der Dreizylinder-Motor einfach nicht viel Hubraum hat. Und ich fahre normal, ne? Noch nicht mal Sport. Also man merkt schon, wie das hier so alles richtig Offroad-mäßig. Also das ist alles massiv. Das arbeitet alles und so. Was halt aber bei dem Auto auch ist, oder bei diesem Maverick, noch leiser als das können wir nicht fahren gerade. Ja, aber das ist schon ziemlich laut. Aber was halt der Wahnsinn ist, naja, kommt jetzt genau ein Jogger. Ja, guck mal, man kann halt wirklich, also es ist ganz egal, was hier so ist, das Ding fährt einfach rüber. Du jetzt auch einfach geradeaus dann. Ja, also ich würde mir auch echt reizen, da jetzt einfach durchzupeitschen. Aber hier gibt es erstmal nur Moria. Ja, man denkt wirklich, der macht Wheelie, ne? Aber das alte Auto, also der kleine Bruder hiervon mit der Variomatik, der war krasser, bei dem konnte man so gegen die Bremse richtig vorpumpen und der ist so richtig, boah, also da konntest du wirklich das Lenkrad so ins Leere drehen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er ziemlich einfach umkippen kann. Ah, ist schon laut. So, und jetzt darf man nicht vergessen, wir haben jetzt gerade ja schon die Version mit Frontscheibe und hier mit ein bisschen Schutz an der Seite. Ne? Wenn er jetzt hier wirklich ohne alles drin sitzt, ist das schon... Also, man kann wirklich sagen, reines Spaßgerät. Wild. Wild. Ja, wird gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir eine Klimaanlage wünsche. Aber es wird doch so warm. Und wir haben nur auf die Schnelle hier so einen Feldweg gefunden. Wir wollten jetzt beim Bauern da nicht über Nacker fliegen. Ja, ne? Kommt nicht gut. Wir sind wirklich langsam über die Landstraßen, Feldwege gerollt. Ja. Was wirklich geil ist, du hast ja gar keine Angst, liegen zu bleiben. Also liegen zu bleiben im Sinne von, dass du festfährst. Nee. Ich habe nämlich neulich tatsächlich das erste Mal mit meinem Bus gehabt, wo ich auch gedacht hätte, Allradbus, der kann sich nicht festfahren, geht da doch schneller. Ne? Und ja. Da könntest du ja wirklich links, rechts, vorne, hinten, auf einmal geht es hinten so einen halben Meter runter, das merkt ja fast keiner. So, nee. Das ist schon krass. Ich persönlich muss sagen, ich bin fast aber den mit der Variomatik lieber gefahren. Ja? Ja. Ja, das ist ein Geschmackssache. Also dieses Schalten und alles ist schon echt hart, also ja, laut, akustisch. Ja. Ne? Die Variomatik war natürlich so, dass der immer so hochfrequent gefahren ist. Aber weiß nicht, irgendwie so, ich
vermute mal, es war jetzt die falsche Fahrweise. Ich glaube, wenn du das Ding wirklich bewegst, dann ist das schon geil, fest einen Gang drin zu haben. Ne? Ja. Aber ich werde mit der Variomatik nie vergessen, Bremse, Vollgas, los. Und das Ding macht ja wirklich einen Wheelie so. Ne? Da haben wir sogar hinten die Räder immer schon angequietscht. Ja. Da haben wir hinten die Räder mal kurz angequietscht. Das macht der ja definitiv so nicht ganz so krass. Ne? Und ich weiß nicht, gefühlt fand ich auch, dass der mit der Variomatik besser geht. Und der wiegt ja auch deutlich weniger, ne? Durch das, ist so, ne? Ja, der durch das Getriebe, der hat der 1020, der andere, lass mich lügen, 800. Weil wir haben jetzt gehabt 0,100, 5,1 auf Asphalt und 6,9 mit Heckantrieb auf Schotter. Also ich bin der Meinung, dass der auf Schotter mit Allrad auch 5 Sekunden wäre. Aber von 0,100 sind die fast identisch. Fast identisch, ne? Ja. Aber also irgendwie dieses, der macht jetzt dafür diese Getriebegeräusche, ne? Das ist so klug, das macht der andere gar nicht. Der andere gleitet wie so ein Roller dahin, ne? Ja, genau. Aber also wenn ich irgendwo wohnen würde, wo das Ding mehr Nutzen hat, hätte ich auf jeden Fall so ein Ding im Fuhrpark. Weil es ist halt einfach Grinsen-Fun-Faktor Level 1000. Ja, muss man so ein Ding mal wirklich mal richtig im Gelände fahren. Also, ne? Also da merkt man die Traktion erst so richtig, weil wir sind mal so ein bisschen abgebogen mit Allrad, wenn du dann Gas gibst, das Ding zieht sich ja einfach nur vorne. Genau, da kannst du ja wirklich, wirklich krank. Hättest du leistungsmäßig jetzt gedacht, was, wenn man dir nicht gesagt hätte, dass er 240 PS hätte? Also man darf ja nicht vergessen, das Ding, wenn du sagst halt eine Tonne mit uns beiden drin, also 1200, das ist ja auch schon Gewicht. Ja. Das ist ja auch schon Gewicht. Nee, das kommt schon hin. Ja. Also, das passt schon. Das passt schon, ne? Ja, aber reicht, ne? Ja. Gut, klar, mehr geht immer. Also für den Bereich 0 bis 140 reicht vollkommen. Was hat der VMAX, was fährt der denn? 160, glaube ich. Echt 160? Ja, ja, der läuft, der geht echt aber auch zügig dahin, ne? Und ich habe jetzt gerade auch schon gesagt, Jim, bevor wir werden jetzt eingefahren, ohne Scheibe und ohne Seitendinger, ne? Dann kannst du es ja wirklich als reines Spaßgerät. Ne? Ja, ja, ja. So, aber fast keiner. Das Gefühl ist geil, du fährst so vor uns war so ein Förster. Und der guckt schon so mit seinem Auto, wo er langfährt und mit dem Ding wird es ja gefühlt einfach links, rechts dran vorbei. Und drauf. Wenn man es dürfte, wäre es natürlich entspannter. Ne? Ich weiß noch, als ich das letzte Mal hier war, war es ganz schwer, solche Dinger zu kriegen. Wie ist die aktuelle Lieferzeit, Lieferbarkeit? Ja, wir haben jetzt glaube ich 3 noch da. Ist auch schwierig, ja, weil es ist halt Rennsportfahrzeug. Die produzieren hier keine Massenware, ne? Und ein paar haben wir noch im Vorlauf. Aber wo ist der Hauptmarkt für die Dinger? Wahrscheinlich irgendwie so Amerika, Kanada, ja, Saudi-Arabien. Ja, Saudi-Arabien. Die Amerikaner fahren halt sehr viel auch. Da kannst du ja überall in die Wüste fahren. Boah, ne? Stimmt, Alter. So eine Sanddüne, damit so hoch, wie der da, so hoch beißt und dann über die Kuppe rüber. Stell auch dafür geil, sind die auch gebaut. Der andere, den kannst du auch richtig versenken. Ne? Schlamm und Matsch und so, das kannst du mit dem halt nicht. Der ist halt so Sand und so weiter gemacht. Ah, okay. Ja, der andere, die versenken den, da kannst du auch hochgelegten Ansaugungen und Kühler und so weiter. Und dann fahren die damit richtig durchs Wasser. Das ist mit dem, ist das, der ist dafür nicht gebaut. Ja, Tjom, vielen, vielen Dank für diese Probefahrt. Wenn ihr jetzt sehr Bock gerne bekommen habt, kommt bei Schwarz Power Sport in Drakenburg vorbei. Ich sehe ja, ein paar habt ihr noch und diverse weitere Geräte. Hier jo, auch am Start. Zweirad nicht ganz so meins mehr, aber die Fahrt. Ja, nächstes Mal Jetski dann. Ja, es stimmt. Da müssen wir noch hier. Was sagtest du, 300 PS, ne? Ne, das ist der 90er. 92? Ne, 90 PS. Ah, 90 PS, okay, aber du erzählst irgendwas, es gibt doch einen mit 300 PS. 300 PS, ja, haben wir auch noch im Fuhrpark, dann müssen wir den mal fahren, ja. Wie kommt diese krasse Mischung aus Zweirad, Dreirad, Jetski, Mavericks? Wir wollten halt alles abdecken, ne? Also von 125er, von klein bis große Maschine, von Quad, von kleinen Quad bis großen Quad und Wasser und Straße, also wir decken halt so alles ab, ne? So ist das auch. Weil du hast doch oft Kunden, die fahren ein Maverick oder ein Quad und haben dann halt einen Jetski hinter. Ja, und das ist dann so, deswegen haben wir gesagt dann. Ja, Nico und ich haben leider unsere Badehosen nicht mit, sonst hätten wir noch kleine Profahrt hier mit dem Jetski gemacht. Das merke ich mir, aber das zur steht Gönnung, aber wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder, weil Jetski fahren ist geil. Müssen wir machen. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.